Für die Erstellung pflanzlicher Frischpräparate eignet sich zum Beispiel eine rote Küchenzwiebel. Mit der Pinzette können feine Hautfragmente abgezogen und auf einen Objektträger gelegt werden. Ein Tropfen Wasser verhindert das Austrocknen der Probe. Die Blätter von Bäumen sind zu dick, um direkt mikroskopiert zu werden. Für die Untersuchung lebender, chlorophyllhaltiger Blätter eignet sich besonders gut die Wasserpest, Elodea. Die Wasserpest ist eine aquatische Pflanze mit so dünnen Blättern, dass diese direkt unter das Mikroskop gelegt und betrachtet werden können. Sind die Untersuchungsobjekte hingegen nicht dünn genug, muss mit einer scharfen Rasierklinge ein Handschnitt angefertigt werden, um solche Bilder sehen zu können. Häufig werden bei diesem Präparieren die Zellen verletzt, sodass sich deren Inhalt ausleert und nur noch die Zellwände erhalten bleiben. Nur einzelne Zellen bleiben unzerstört und es werden auch die Zellinhalte erkennbar.